So, hallihallo, willkommen zurück zu Fears to Fathom. Ich habe ja gesagt, wenn mir die erste Episode gefällt, würde ich auch die zweite spielen. Ein Nachtrag zu der ersten Episode. Ich habe gedacht, ich hätte das tatsächliche Ende erreicht, weil du am Ende halt einfach von dem Typen überrascht wirst. Dann habe ich aber gesehen, es gibt auch das Achievement, dass man diese Episode einfach überlebt. Und der Trick bestand darin, dass man genau so weit gegangen ist, bis diese Tür aufging. Und dann geht man einfach wieder unters Bett. Und dann kommen die Cops und dann ist alles gut. Aber weil es das interessantere Ende für ein Horrorspiel ist, nehme ich jetzt an, dass der Tod durch den Eindringling das Canonical Ending ist. Das habe ich jetzt so für mich beschlossen. Jedenfalls kommt hier Episode 2, Norwood Hitchhike, wo wir wahrscheinlich von einem Hitchhiker entführt, umgebracht, was weiß ich was werden. Schön, dass da in Klammern steht, dieses Game. Happened to me when I was 19. Ist es wieder eine Reddit-Geschichte? Was hat das alles mit einem Hitchhiker zu tun? Ach so, wegen Interstate. Zwölf Stunden Autofahren? Zwölf Stunden kann ich von hier bis Lissabon und zurück. Ah, ich muss selber fahren, oder was? Mit Vast. Okay. Ach, das Auto fährt weiter. Ja, Texting und Driving ist natürlich eine Todsünde, versteht sich von selbst. Ja, sorry, ich fahre nicht so gut mit was. Well, at least it used to be eine gute Nachtfahrt. Besser als alles, weil muss mal gerade anhalten, damit ich die Text lesen kann. Aber jetzt habe ich kein Benzin mehr. Hey Dad, hör auf mir zu schreiben. Ich bin beim Autofahren, das weißt du. Okay, Benzin ist gleich alle. Hier steht jetzt gleich dann der Axtmörder. Muss ich annehmen? Took you to take that flight, ja. Er hat alles besser gewusst. Hör auf, mir zu schreiben. Da war jemand. Da war original jemand. Talk too much, now you fucked up. I won't ever think you thought that your luck's up. Yeah, you had fun fucking with my mind, love. At the same time, I know it's all number. Wasn't the time, waste the premise it is. You blame all of the devil still lives. I'm rock, rock, butter. You think I'll be playing a few fails and two sales before those shit that I did. Hope you feel alright, yeah. Und wer ist Aiden? Wer sind diese Leute? Ich will.
nicht tanken. Von vorn. Ich habe einfach den Motor nicht abgestellt. Ich bin einfach ausgestiegen. Entschuldigen Sie, Sir. Können Sie für mich mein Auto tanken? Hey, Buddy. Na, wie geht's? Er starrt mich einfach an. Okay. Cool. Schreibt die auch noch. Holly, Mom. Gutes Gespräch. Ich habe schon getankt. Für 10 Dollar. Das ist ja schon fast ein halber Liter. You're heading to the bridge by yourself. Welche Brücke? Aha. Be careful. Warum? Seit 100 Jahren werden da Leute vermisst und das, da hat sich keiner drum gekümmert in 100 Jahren. Das ist einfach, damit leben wir einfach. Okay, look at the very monster. Torn him up and hang them upside down on trees. Das ist einfach was passiert und alles sind damit cool. Ich muss kotzen. Wo ist die Toilette? Die ist dreckig. Das habe ich nicht anders erwartet. Ach so, ja, dann ich wohl nicht auf die Toilette, wenn die dreckig ist. Komischer Typ. Und was ist eigentlich mit ihm? Hast du von diesem Monster gehört? Das Monster, Mann. Big mistake. Steht da jemand hinter mir und wartet? Oh, das sollte ich nicht mitnehmen. Hier, das halte ich von deinem Laden. Spielt er Solitär? Ja, cool. Oh, and one more thing. If you see a woman in a white or blue gown trying to get a ride, do not stop. Why? They just ain't. Okay. Zeit, Hitchhiker mitzunehmen. Let's go, Red Sox. Hat der was an meinem Auto gemacht? Und hatten die hier Hundefutter? Hier. Irgendwas mit Kokosnüssen. Ist das? Das ist doch Hundefutter. Ich stehle das. Oh. Ich, ja. Verzeihung. 5 Dollar. Das beste Hundefutter der Welt, will ich hoffen. Danke. Du fucking Weirdo. Zack.
es steht, hier steht immer noch, dass ich tanken muss. Aber ich habe doch getankt, oder nicht? Ich hab doch getankt. Ich kann nicht sehen, wo ich fahre. Oh nein! Oh, es ist die längste Autofahrt der Welt. Ich drehe auf dem Highway. Die Frau in dem blau-weißen Kleid kommt mich holen. Freeway. Nee, Interstate. Wieder noch. Keine Ahnung. Ich glaube, ich stand einfach falsch. Ich glaube, ich muss hier rein. Oh, die Bremse an dem Ding ist ein bisschen sehr alt. Habe ich jetzt getankt? Ja, krieg ich sogar ein Achievement für, dass ich diese unmögliche Aufgabe bestanden habe. Stimmt, in Amerika bezahlt man erst, wenn man sagt, wie viel man tanken will, und dann tankt man. Ich bin ja mal da gewesen. Ich erinnere mich, dass mich das sehr verwirrt hat. Oh ja, wir sind die wahren Monster. Ich habe nichts gedrückt. Das Licht geht aber irgendwie randomly aus. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Ich glaube, dieser eine Typ war wirklich in meinem Auto. Der denkt sich auch nur, was ist mit dieser verrückten Alten los? Ich habe kein Licht, Vorsicht! Halt doch mal die Klappe jetzt. Das ist wahrscheinlich der Typ aus dem anderen Horror-Game, der von einem Wahnsinnigen verfolgt wird. Kann mein Licht bitte wieder angehen? Ich kann nichts sehen. Danke. Hat schon irgendjemand eine Frau in einem blauen Kleid gesehen? Weil ich habe nichts gesehen. Außerdem irgendjemand geschrieben. Oh, hier hört einfach die Straße auf, okay. Oh, ich bin bei der Brücke. Oh, gleich passiert irgendwas. Auf keiner Brücke, in keinem Videospiel ist jemals was Gutes passiert. Oh, das Licht geht schon aus. Here it goes. Here it comes. Here it goes. Achtung, ich komme. Okay. Scheinbar passiert doch gar nichts. Oh nein. Wo fahre ich hin? Steht.
War das ein Auto? War es das Auto von der... Was ist denn das für Geräusch? Kommt hier gleich der Wendigo? Das Chupacabra oder die Banshee oder ich weiß nicht, was hier gleich kommt. Erst das Hirn, ja, so. Two big logs in the middle of the road, blocking the way ahead. Ziehe ich die immer weiter hinter mir her? Warum? Ich will die bitte nicht mehr ziehen. Was sind denn das für Geräusche hier? Zurück in mein Auto. Hä? Der Motor läuft doch. Ich höre doch, dass der Motor läuft. Das Licht ist doch an. Ich höre doch, dass das Auto an ist. Stranded. Hä? Ich will gucken, was kaputt ist. Ich kann natürlich nichts sehen. Wird mal dafür gesorgt. Not to take rides from strangers. Bin ich der Hitchhiker? Huch. Ich glaube, ich bin der Hitchhiker. Das heißt, ich ermorde gleich jemanden. Hoffentlich. Besser als andersrum. Oh, yo! Komm schon! Naja, ich kann das schon sehr verstehen. In dieser creepy ass Desert hier, ey. Okay, das war's. Okay. Das war der eine Typ, der uns hätte mitnehmen können. Game over. Licht ist schon gar nicht mehr hell. Kommt da noch jemand? Yo, 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 yo. Komm bitte! Ist aber hell dann. Sir. Du bist doch der Creep, der Big Mistake gesagt hat. No phone service.
Ja, okay. I only had two hands. Lässt das Spiel mich das jetzt echt machen? Ja, das Spiel lässt mich das machen. Und nochmal. Was war das? Ich habe gar nicht gesehen, was das war. Ich glaube, das war's. Ja, das Auto lasse ich dann einfach mal stehen, würde ich sagen. Diese Dings nicht zumachen? Ich hätte ihn einfach fragen können. Be quick. Das schon, er fährt ohne mich und mit meinen Sachen weg. Unangenehm. Ist es okay, wenn ich Musik mache? Schweigen wir uns einfach an. Ach nee. Ja, sorry. Ich finde so Konversationen eher scheiße, wenn ich ehrlich bin. Mit dem Licht, das ist glaube ich die Batterie. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, was mit dem Auto ist. Sonst hätte ich es ja gefixt. Kann ich immer noch nicht das Radio anmachen? Nein. Interesting. Und stimmt das denn? But there are some things and some stuff, man. Redest du überhaupt, Mann? Okay. Ich verzeihe dir. Habe ich hier eigentlich die ganze Zeit Sachen verpasst? Hätte ich irgendwas sehen müssen? There are all kinds of people out there. Okay. Danke! Warte, wo ist denn mein Zeug? Ist das mein Zeug? Ja, das Hundefutter ist mein Zeug. This man was putting out the creepiest vibes imaginable. Ja, das kann ich sehen. Hallo.
Girl need a room to shake up for the night. $40. Cash only. Könnt ihr mein Auto abschleppen? Ach, Tommy. $90, $130. Oh Mann. Ja, dankeschön. And one last thing. Wieso sind sie alle Zombies? Sind sie alle tot? Was ist denn mit den anderen Gästen? Oh, consuming these items increases your sprint speed. Oh, nuts chocolate. Bubble drink can. The Bubble Drink and Carrot Drink. Ich will das alles nicht. Oder will ich das doch? Da hab ich schon so viel Geld verblasen hier. Wo ist denn Raum 9 überhaupt? Telefoniert zwischendurch, oder was? No service. Ach so, die schreiben mir alle und ich kann nicht zurückschreiben. Geil. It was nice and warm inside und das Bett hatte keine Matratze. Ach, ich kann hier wieder durchspähen, oder was? Warum hat das Bett keine Matratze? Was ist denn hier drin? Oh, Superman! Cool. Sehr schöne Bilder. Funktioniert nicht. Und ich habe keine Reflexion. Und die Reflexion ist noch nicht mal korrekt, oder? Doch, ist sie wohl. Oh, Scheiße! What are you doing here? Was stehst du da einfach drin? What are you doing? You know, clean stuff. Ja, verpiss dich. Was ist denn mit dir, Tommy? Was ist mit deiner Fresse los, Alter? Guck ihn dir an. Oh nein, steh am Klo. Please wait outside, I said. Oh, das ist ja herzallerliebst. Was ist das hier für ein inbred Scheißdorf? Ach, schade, ich dachte, ich kann schon mal Hilfe holen. Ich muss schneller sprinten. Eine Cola. Die Cola muss erst geladen werden.
consume Cola. Okay, spüre ich jetzt nicht so. Ey, Entschuldigung, aber was ist denn bitte mit dem Tommy los? Ja, danke. Gutes Gespräch. Mein Skateboard, weil ich so ein cooles Skater-Girl bin. Das hier, warum benutze ich das nicht? Ich könnte mich doch schneller fortbewegen. Ist das mein Stuff? Meine Matratze? Danke, Tommy! Wie? Ich bin doch gerade bei Joe gewesen. Welchen Leuten? Okay, nichts funktioniert hier. Du bist der creepiest Motherfucker ever. Ja, du hast hoffentlich eine gute Nacht. Danke, Tommy. Typ. Der absolute Zustand von diesem Hotel. Verpiss dich aus meinem Zimmer, ich will dich nie wiedersehen. Was soll das? Tag. Ach, ich glaube, der ist in sein Auto gestiegen und losgefahren. Hier schweben noch meine Mütze und mein Hundefutter. Ich mache ihn mal zu. Einschmeißen. Der hat doch. Was hat er denn hier gemacht überhaupt? Hat er hier eine Kamera angebracht? Um mir beim Scheißen zuzugucken? Gott sei Dank. Ja, irgendwas ist in der Tat nicht in Ordnung. Was ist denn hier los? Jetzt Kaffee, ich will einfach nur die Augen zumachen, mit dem Scheiß nichts mehr zu tun haben hier. Was ist denn, wer war denn das gerade? Stellt sich denn echt einfach an mein Fenster und glotzt da rein. Und ich kann noch nicht mal in andere Fenster reinglotzen. Gibt's hier überhaupt Kaffee? Hallo. Ja, ich will einen Kaffee. Tüte Onion Rings kann ich immer sprinten wie ein Weltmeister. Geil. Wasn't feeling it. Ja.
Das ist doch ein Kaffeeautomat. Wo geht's denn hier noch hin? Wie groß ist denn dieses Gelände hier? Das ist sogar umsonst. French Vanilla. Kaffee Mocha. Jetzt ein lecker Cappuccino. Für Umme. Okay, ich habe zwei Items. Ich habe welche, die mich wach sein lassen. Und ich habe welche, die meine Stamina erhöhen. Nanu? Was jetzt? Oh, meine komplette Steuerung ist verkehrt herum. Betrete ich jetzt gerade das Netherrealm? Was ist denn los? Ich kann nichts sehen. Bin ich vergiftet worden? Was war denn das? Bin ich tot? Hä? Ayo 18. I was sedated. Von Kaffee? Aber der kam doch aus dem Automaten. Wie soll das passiert sein? Ich will nicht aufstehen. Was sind das für fucking Geräusche? Oh, was sind das für Geräusche hier? Klopft hier einer oder was? Hallo. Did I specifically tell you not to wake anyone up? Was habe ich denn gemacht? I have complaints. What are you making all those goofy noises for? Entschuldigung, ich liege im Sterben. Whatever it is, just keep it down, miss. Why are your eyes all red? Wegen dem fucking Kaffee. Du Spast. Are you messing with me? We don't have no coffee machine here. Es ist doch direkt da vorne. Okay, okay, yeah. I've had enough of your crazy goons here. For once I thought we had a sober guest, but I guess I'm the crazy one here. Du kommst jetzt mit. I hate my job. Ja, sorry. Tut mir so leid, dass du hier die Leute vergiftest. Komm. Komm jetzt. Ach, er kommt hier. Ey. Außerdem höre ich super seltsame Geräusche aus deinem... Warum kommst du so seltsam auf mich zu? Super seltsame Geräusche aus dem Zimmer. Beeil dich mal ein bisschen. Warum? Hä? Joe? By the TV? Was ist denn jetzt los?
dir gleich was Schlimmes? Also noch schlimmer? Water. Soll ich den aus dem Klo trinken oder was? Ach nee, hier. Warum ist denn, was sind denn das für Medikamente, die da in diesem Hotel liegen? Haben die immer Naloxon auf Vorrat oder was? Bricht doch gleich einer ein oder irgendein Scheiß. Ne? Also ich will mich an das Hundefutter klammern. Muss ich was anderes machen? Ist hier einer drin? Einer ein Foto von mir gemacht? Ja, bitte. Nee, verpiss dich. Verpiss dich. Verpiss dich. Bitte geh weg. I'm not a cop. Please go away or I'm going to call the cops. Oh shit! Ich versteck mich. Ich verstecke mich. Was ist das denn? Das nimmt meine... gerade einfach die Luft angehalten. Wie fies. Du musst dich verstecken. Und das Spiel nimmt deine Stimme auf, oder was? Ja, genau. The Motel's Reputation. Weil das ist so eine hervorragende... It's been home to a cult or a drug ring or possibly something even worse.
Creepy ass Tommy. I would always take airplanes. Ja, zu Recht. Zu Recht. Das ist ja super creepy gewesen. Hab ich's überlebt? Ich hab's überlebt! Puh. Oh Mann! Alles klar. Hat mir tatsächlich ein bisschen besser gefallen als das erste. Ein bisschen mehr Gameplay-Elemente, sag ich mal. Das hat mich aber so jedes Mal auf eine völlig falsche Fährte gebracht. Ich dachte erst, es geht um diese komische tote Frau in einem Kleid. Und dann dachte ich, es geht um den Hitchhiker, den wir mitnehmen müssen. Aber dann war ich der Hitchhiker. Und dann dachte ich, ich werd von Monstern angegriffen. Und dann war es aber am Ende einfach nur irgendein komischer Weirdo, der in mein Zimmer einbrechen wollte. Und der extrem seltsame Typ vom Frontdesk hat mich sogar gerettet. Ja, cooles Spiel, cooles Spiel. Ich kann also, ich werde auf jeden Fall auch die dritte, vierte und fünfte Episode spielen, wenn sie denn mal rauskommen. Ich hoffe. Ach, schau, wenn ich hier draufklicke, dann öffnet sich ein Browserfenster für Discord. Man soll wahrscheinlich deren Server beitreten oder sowas. Aber die Einladung ist schon lange ungültig. Sehr bizarr übrigens, dass man die Grafik in Anführungszeichen einstellen kann, aber den Sound nicht. Das musste ich tatsächlich über den Lautstärke-Mixer machen. Aber egal. Ja, 2,40 €. Ich sehe gerade, es gibt auch noch ein paar Achievements, die ich noch nicht geholt habe. Aber das könnt ihr ja auch selber machen. Vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.